So Leute, was geht ab? Klaus hier mal back am Start, sind wieder auf dem Clan-Kanal. Oh nein! Oh nein! Heute seht ihr mal im Hintergrund hier eine 91er Gunstreak, das Ganze vom Maniac gespielt. Ist einer von unseren italienischen Mimmer, schon auf jeden Fall bei ihm vorbei für das kranke Gameplay. Und ja, oben ist natürlich oben rechts die Klasse eingeblendet, mit der er gespielt hat. Also auf jeden Fall für Leute, die keine Ahnung haben, wie man in Hardcore spielt. Ja, gönne ich auf jeden Fall die Klasse und schaut auf jeden Fall bei Maniac vor. So, keine Sorge auf jeden Fall, wenn auf jeden Fall jetzt noch Core-Gameplays bringen, wenn jetzt nicht nur Hardcore hochladen ist. Wir haben auf jeden Fall noch genug Core-Gameplays, die werden wir auf jeden Fall auch noch hochladen. Und ja, um mal es noch nebenbei anzusprechen, wie findet ihr auf jeden Fall meine Audioqualität? Weil ich habe mir jetzt noch ein neues Mic zugelegt, auf jeden Fall. Für die Commentaries auf jeden Fall hört sich das, denke ich mal, viel besser an, als wenn ich jetzt durch das eklige PX20 Mikrofon spreche auf jeden Fall. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr auf jeden Fall die Audioqualität findet. Und ja, das Thema des heutigen Videos, und zwar haben wir natürlich hier noch ein Thema zu besprechen. Und zwar wurde hier auf der Map Nuketown was hinzugefügt, und zwar so Poster, und deswegen springen wir eben in Private Match rein und gucken das Ganze uns mal an. Und zwar wurde da oben links, kann man dann beim ersten Poster sehen, auf jeden Fall so ein Zeichen, ich weiß jetzt nicht, worauf es hindeuten soll, auf jeden Fall sehr interessant das Ganze und eine Kanung. Eine gute Idee, das Ganze von Treyarch, der uns auf das nächste COD ein Stück weit heiß zu machen. Ja, eine schöne Angelegenheit. Hier oben sieht man natürlich auch noch hier so einen Typen mit einem, keine Ahnung, mit diesem Symbol da. Worauf das jetzt auch immer hindeuten soll, ist es die Frage, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, hier ist auch nichts mehr zu finden auf der Map. Naja. Ja gut, dann springen wir wieder zurück zum Gameplay. Und ja, um mal darüber zu sprechen, und zwar, was denkt ihr über Infinite Warfare und was werdet ihr meistens spielen? Also ich weiß schon ganz genau hier, ich werde mehr COD4 spielen, keine Ahnung. Allein schon, weil man weiß, COD4 ist gut und COD4 an sich, keine Ahnung, das war einfach das erste COD, was jetzt wirklich, keine Ahnung, das ist einfach die Mutter aller CODs. Es ging sich nicht hier um Gameplay. Er hat einfach gezockt. Er hatte noch die 3-5-7er Streaks, die einmal die Drohne, den Luftschlag und den Heli, und das war's dann auch schon. Keine großartigen Spezifikationen, die man da hat anpassen können, hier im Sinne von Klassen, Slots hier, keine, das Pick-10-System beispielsweise. Das gab's alles damals gar nicht. Einfach nur die drei Perks, keine, hier eine Nade, Primär und Sekundär Nade, keine, eine Stun oder so, was ähnliches, und das war es dann auf jeden Fall auch schon. Und beispielsweise konnte man auch zum Beispiel für Private Match gab es dann auch gar keine Klassen beispielsweise. Man musste die dann von öffentlichen Spiel freispielen, damit man auch in Private Match beispielsweise hier mit den ganzen Klassen spielen kann. Beziehungsweise ja, freischaltet Objekten halt, und ja. Die Frage ist jetzt, was wollen sie ändern an COD4 und was wird alles geändert werden? Auf jeden Fall denke ich mal so Sachen hier wie, keine Ahnung, Frag mal 3, solche Perks halt, die werden bestimmt auf 2 reduziert werden, also das kann ich mir gut vorstellen. Und angeblich habe ich auch mal gehört, dass da jetzt nur 10 Maps oder so kommen werden, und dann kann es auch gut sein, dass da jetzt auch noch DLCs rauskommen. Wahrscheinlich werden die guten, wirklich richtig guten Maps von COD4 dann noch als DLC-Packs rausbringen. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass die das dann machen werden. Und ja. Sagt mal auf jeden Fall mal eure Meinung zu dem Thema. Ich würde sagen, ich bin raus. Gönne euch auf jeden Fall den Rest des Gameplays. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein Beat in den Hintergrund klatschen oder sonstiges. Auf jeden Fall gönne ich auf jeden Fall. Und ja, ich bin raus. Das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Cloud. This my life, every day's a new page I write. Dreaming higher than satellites, I remember the days I was flying kites. Now I'm living it up, see me conduct. The greatest come up, you can say we'll erupt. Never enough, and it's only for us, for the team and the fans. We're coming right up. All I want you to know, you're
never too old to chase your dreams. Watch the scene, make a team, plot and scheme, be the king. This is my life story, all these other books don't matter. History in the making, and this is the first chapter. Give you my arm when we're taking it over. Leave you and all even after it's over. Tell me your problems, I'll give you my shoulder. Slave to the work, yet I'm the owner. Canvas with these lyrics, if you can see it, then you can hear it. Setting my goals, I'm about to clear it. Can hear it now, no need to fear it. I'm moving forward from the past, put my story on the dash. Life is a highway, do it my way. Determination is the gas. If you ain't first, you're accepting last. Keep on moving, never crash. Had a few, now we have a mass. Give you my story while in class, let it last. I'm just trying to write a story worth smiling for. This is our time, we're fighting for. When life was slower, we would never grow up.